Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe von Insta360 die neue One RS geschickt bekommen und diese Kamera wollen wir heute mal zusammen testen. Also es ist keine bezahlte Werbung, sondern die haben die mir einfach geschickt, sodass ich die einfach mal testen kann. Und ihr könnt heute entscheiden in dem Video, ob sich diese Kamera vielleicht für euch lohnt oder halt eben nicht. Ich habe die Twin Edition bekommen. Da ist einmal die 4K Boost Lens und die 360 Grad Linse drin. Ihr kennt ja mittlerweile, denke ich mal, das Insta360 Konzept. Das ist so ein Stecksystem, man kann die Cam auseinandernehmen und wieder zusammenstecken und hat sozusagen eine ganz normale Action Cam und eine 360 Grad Kamera in einem. Ich werde das Stativ hier testen. Das ist so ein Mini-Stativ, denn wenn ich mich richtig erinnere, müsste man ja mit dem 360-Grad-Modus auch einen tracken können. Und wenn man nur Solo-Videos macht, könnte das eigentlich eine ganz coole Sache sein. Aber diese Sachen werden wir testen. Außerdem nehme ich das Ding ganz normal mit dem Case drumherum. Ihr könnt mal den Sound checken und ich werde nur das Video mit dieser Kamera drehen. Das heißt, gleich auch alle Szenen, wo ich so vlogge und reinspreche in die Kamera, wird alles mit der Insta360 sein, sodass ihr auch entscheiden könnt, ob das für euch für eine Vlogging-Kamera oder für eine einzige Kamera tatsächlich auch ausreichen würde, wenn ihr nur mit dieser Kamera arbeiten wollen würdet und halt einen YouTube-Kanal gründen wollt oder was auch immer. Also Leute, viel Spaß bei diesem Video. Also Leute, bevor es jetzt gleich losgeht, wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier in dieses kleine Case die 360-Grad-Linse reinpacken, was eine ziemlich coole Sache ist, denn wenn man das transportieren will, hat man natürlich manchmal so ein bisschen Angst, dass da irgendwas kaputt gehen könnte oder sowas. Hier ist die Kamera an sich. Ihr seht, die Folie ist noch nicht mal abgezogen, das heißt, gleich ist wirklich allererster Test. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Ding aufladen und dann einrichten, neueste Firmware und so weiter und so fort. Und das ist das Case, wo das Ganze reinkommt. Macht man hier auf und dann kommt da die Kamera rein. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze hier funktioniert. Und hier soll ja auch so ein Windreducer drin sein, da oben. Ich bin nicht sicher, wie gut das Ganze funktionieren wird, aber wir werden das sehen. Und was ich auch noch testen werde, aber in einem anderen Video, ist dieser Mic-Adapter. Wenn nämlich die Videoqualität wirklich gut ist, dann wird es interessant. Denn bei der GoPro ist es ja auch so, dass die Tonqualität nicht wirklich so der Banger ist. Allerdings gibt es ja dann den Max Media Mod, womit man dann ein Lavalier-Mikro anschließen könnte. Und das dürfte hiermit auch funktionieren. Das heißt, ich werde das Ganze mal ausprobieren und mal berichten, ob das eine Konkurrenz zum Max Media Mod sein kann oder halt eben nicht. Aber das machen wir in einem weiteren Video. Heute geht es wirklich erstmal nur um die Kamera an sich. Was kann die, wenn ihr da euch keine besonderen Extras zuholen wollt, außer halt so ein Safety-Stick und dieses Mini-Stativ übrigens, ne? Das ist ein ganz normales Stativ hier. Nichts Besonderes. Da kann man theoretisch auch jedes andere kleine Stativ nehmen, was man so auf Amazon und Co. findet. Übrigens, mein ganzes Kamera-Equipment und so weiter und so fort findet ihr immer alles in der Videobeschreibung unten. Die One RS kommt da jetzt noch rein demnächst. Dann ist das Ganze auch auf dem neuesten Stand. So Leute, ich bin auf dem Weg zu den Home Trails. Es ist gerade ein Flugzeug über mir. Ich roll mit 30 Stundenkilometer im Berg runter. Das heißt, wenn der Wind, also wenn ihr mich trotzdem verstehen könnt, ist die Windreduktion durch dieses Ding auf jeden Fall ganz gut. Jetzt haben wir schon 33. Ja. So, einmal mit weniger Wind. Eine Sache muss ich vorab schon mal sagen. Die Bedienung ist halt einfach nicht so intuitiv, ne? Es ist irgendwie viel mehr einzustellen, auch über diesen kleinen Display. Man kommt öfter durch so Wischaktionen auf andere Modi, die halt ja mehr oder weniger stressig sind. Ich würde allerdings sagen, dass die GoPro an sich einfacher ist. Allerdings benutze ich die natürlich auch schon ewig. Ich fahre mal hier lang. Das bedeutet, es ist eine Gewöhnung. Und man kann diese ganzen Dinge auch sperren. Das heißt, man muss sich ein bisschen reinfuchsen.
besonders gespannt bin ich tatsächlich auf die Bildqualität. Leider ist ja nur 4K, das heißt, die GoPro 10 hat auf jeden Fall ein bisschen mehr zu bieten. Allerdings ist es ja so bei der Insta, wenn man einmal den Buddy hat, also den CPU und so weiter und so fort, kann man ja die Linsen immer upgraden. Ja, bin ich mal gespannt, ob das hier wirklich eine GoPro-Alternative ist. An und für sich eine coole Idee halt, ne? Und von der Größe her ist sie, glaube ich, jetzt genauso groß wie die GoPro 10. Das heißt, macht da auch nichts. Allerdings ist auch angekündigt, dass GoPro noch ein paar neue Kameras bringt. Da können wir auch gespannt sein. Wo ich natürlich auch richtig gespannt drauf bin, ist, ob der Akku wirklich lange hält. Denn bei GoPro ist ja so, zumindest bei meiner 8er, da hält der Akku echt nicht lange, Leute. Und bei Michis GoPro 10 mit diesem komischen Outdoor-Enduro-Akku ist das schon eine andere Nummer. Hält schon besser. Aber hier habe ich jetzt auch nur einen Akku dabei. Und ich habe auch keine großartigen Einstellungen gemacht. Einfach nur App registriert, neueste Firmware fertig. Das heißt, eventuell muss ich mich da noch mal reinfuchsen, wenn ich später das ganze Material hier sehe. Ich glaube übrigens, Leute, hier ist auch neu gemacht worden. Ding da mit dem Drop, habe ich irgendwo die 360 Grad Kamera aufstellen können. Halt doof dann wieder hoch, aber ja. Ja Leute, auf jeden Fall cool, man steckt das Ding dran und dann läuft das direkt. Auch der Wechsel geht super super schnell und was cool ist, das habe ich auch gar nicht gecheckt, ich kann ja eigentlich die Linse immer so drehen, dass ich mich beim Vlogging sogar sehe. Und mit 360 Grad geht das natürlich noch besser. Ich habe die jetzt einfach drauf gesteckt. Ich habe gar keine Ahnung, ob das Ding funktioniert. Hier den Drop wollen wir jetzt machen. Und ich will irgendwo die Kamera hinstellen, dass sie mich verfolgt. Leute, der Wechsel von den Objektiven ist echt mega easy. Das ist echt gar kein Stress. Wir haben jetzt, glaube ich, fast alles getestet. Ihr könnt euch theoretisch selber eure Meinung bilden. Eine Sache haben wir noch nicht getestet. Also abgesehen von jetzt so den Special Features, HDR und so. Also für die, die nicht wissen, was HDR ist, High Dynamic Range. Ich denke, das ist mittlerweile auch ein Begriff, weil die ganzen Fernseher und so sowas haben. Ist einfach zum Beispiel, du fährst einen Trail und der Trail ist super hell und dann der Trail ist dunkel, der Himmel super hell und damit beides anständig belichtet wird, sowas ist halt HDR. Eine Sache haben wir noch gar nicht gecheckt und zwar Fotos, 48 Megapixel,
schon voll krank einfach für so ein kleines Ding. Deswegen schieße ich ein paar Fotos und ja, die bearbeite ich dann auch noch und die blende ich euch dann gleich hier mal ein. Den haben wir auch noch nicht getestet. Habe ich gerade beim Durchscrollen bei den Fotos gefunden. Und zwar 6K Breitbild. Ich bin mir nicht sicher, ob das brauchbar ist für auf dem Fahrrad oder eher für so Vlogging-Sachen oder wenn man jetzt sowas hier aufnehmen will. Ja. Bin mir nicht sicher. Muss man mal testen. Vielleicht teste ich das jetzt auf dem Rückweg nochmal. Leute, ich bin wieder zurück zu Hause. Es ist ultra warm geworden, ey. Ich gar nicht, habe ich jetzt echt unterschätzt, dass es so krank warm noch wird. Ja, alles in allem habt ihr das Footage ja gesehen. Das bedeutet, ihr entscheidet jetzt, ist das Ganze was für euch, ist das nichts? Ich habe, glaube ich, fast jeden Modus irgendwie irgendwo mal getestet. Und da war eigentlich alles dabei. Jetzt zum Schluss im Keller die größte Schwäche aller Action Camps nochmal, und zwar die Lowlight Performance. Ich habe zwischendurch mal reingehört bei den Aufnahmen wegen dem Wind und der war Katastrophe. Also da müssen wir auf jeden Fall mal dieses Ding ausprobieren, dass man da ein Lavalier-Mikro anschließen kann. Aber das zeige ich euch in einem separaten Video, wie man das vielleicht ein bisschen besser hinkriegt und dass es ein bisschen schöner klingt. Ansonsten, ja, entscheidet selber, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der One RS haltet, ob das eine Alternative für euch als Action-Cam. Und ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich werde sie noch ein bisschen weiter testen, austüfteln, in welchem Format man am besten filmt und so weiter und so fort. So war jetzt fast hier out of the box. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Und wenn euch so Kameravideos interessieren, schreibt mir das auch bitte mal in die Kommentare. Oder wenn ihr Fragen habt zum Thema Video, Kamera, Schnitt, was auch immer, da kann man bestimmt was Cooles machen. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.